arm zu sein? Oder wolltet ihr schon immer sehen, wie es ist, reich zu sein? Entweder sammeln wir Pfandflaschen und überfallen Menschen oder wir zählen die Millis und werden uns Sportwagen kaufen ohne Ende, Leute. Das Ganze in diesem Video, Leute. Arm versus reich. Schreibt in die Kommentare, was wärt ihr lieber, arm oder reich? Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen und viel Spaß mit dieser Folge. Unser Bier. Wo ist Ufe? Wo ist Ufe? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Was redest du schon mit mir? Ich habe kommt Probleme. Aua, aua. Ich war immer noch bei meinem Freund Pri. Und ich stehe auf jetzt. Geht. Ja, weißt du was? Geht. Da weiß ganz genau, ich hab dir die Box gesenkt. Ich hol die Box wieder zurück. Nein. Ja, du hast mich geschlagen und du hast kein Bier mit geholt. Du weißt ganz genau, wenn du hier leben willst, als Reuling, du musst all dein Bier ausgeben. Du hast kein Bier ausgegeben. Das war mein letztes Bier hier. Du kriegst, du weißt du was, du hast Verbot hier. Wir haben miteinander gesprochen, kein Bier, kein Heuer so und so und such eine andere Brücke. Lass mal Platz in Ruhe, Mann. Ja, such dir eine andere Wohnung. Wenn du sagst, einen hast du hier weg, oder du gibst uns allen ein Bier. Alter, Leute, ihr seht es schon, ich bin am Boden. Er hat gerade mein Zuhause einfach weggenommen, Leute, meine Kiste. Ihr merkt auch schon, ich verblöde hier ein bisschen. Ich habe auch ein bisschen zu viel Bier getrunken, ganz ehrlich. Sag's ihm nicht, ihr habt noch ein Bier hier versteckt. Wartet mal, hier war doch noch ein Bier. So, das werde ich jetzt trinken. Komm her. Du hast nichts gesehen. Mein Bier! Der hat mein Bier geklaut, Leute! Ich hab ins Bier reingespuckt, willst du wieder haben? Nein! Lecker! Alter! Ey, Mann, Leute, was ist denn los hier, Leute? Mir geht's gar nicht gut, seitdem ich hier bin. Rosek! Ja? Also, ich bin jetzt zufrieden, ne? Deswegen gebe ich dir einen Tipp. Weißt du, wie du jetzt schnell Geld machen kannst, um allen ein Bier zu kaufen? Sieh dann, Alter. Guck mal mit. Ey, Leute, bitte schreibt mir in die Kommentare, was soll ich machen, um wieder hochzukommen? Ich muss irgendwie meine Schulden begleichen, irgendwie vielleicht meinen Job wieder zurückbekommen. Leute, guckt mich an, ich kann nicht mal mehr normal laufen, Alter. Mein Körper macht sich mal mit. Ich hab nicht mal Klamotten. Hier ist eine Papiertüte drin und eine Billigknarre. Hol dir die. Was ist? Die Papiertüte über den Kopf. Okay, ciao. Alles gut, Was hat er mir gegeben, Leute? Er hat mir irgendwie... Wartet mal. Leute, der hat mir eine Waffe gegeben. Eine Billigknarre habe ich gerade bekommen. So eine kleine Pistole. Danke, Mann. Erzähl die Papiertüte hier, Mann. Komm, warte mal. Ich sehe nicht. Ein Loch. Was hast du getan, Alter? Ich sehe so komisch, Alter. Leute, ich glaube... Leute, da hat mir einfach eine Papiertüte über den Kopf gezogen. Was? Da. Da ist so ein Laden um die Ecke. Da musst du. Und das Geld aus der Kasse und. Oh, so viel will mir. Bier mit, wie du kannst. Okay, Alter. Okay, alles gleich bei mir Weg. Mach schneller! Ey Leute, was ist nur mit uns passiert? Guckt uns an, Leute. Ich sag euch ehrlich, Geld ist nicht alles. Eigentlich ist Freunde, Familie, Liebe das Wichtigste im Leben, Leute. Aber ich schäme mich, Max anzurufen, Touren anzurufen. Ich habe einfach bei allen reingekackt, Leute. Ich war so abgehoben. Das Geld, es stieg mir zu Kopf, Leute. Jetzt kann ich nicht mal mehr normal laufen. Ich sag euch ehrlich, eigentlich wäre jetzt die Option, die ich bevorzugen würde für meine Jungs hier, Bier klauen, Leute. Guckt sie euch an, aber ich will nicht so enden wie die. Guck mal, der Jeffrey ist am Boden. Der Lucas, Alter, der atmet kaum noch, Mann. Hey, Leute, ich sag euch ehrlich, nein. Hey, Lucas, Bier kommt bald, keine Sorge. Ey, mir ist auch ganz schwindig, Leute. Ich sag euch ehrlich, wir werden uns auf den Weg zum Laden machen. Und wir werden versuchen, wieder ins normale Leben zu kommen, Leute. Wir haben alles verloren. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Wir werden mit dieser Billigknarre und dieser Papiertüte gleich den Laden überfallen. Und dann hoffe ich einfach, dass es gut geht, Leute. Okay, Leute. Wir sind jetzt kurz vor dem Laden. Ich laufe jetzt einfach mal erstmal ohne Pistole rein. Alles wird gut. So, nein, Entschuldigung, hier. Tut mir leid.
Gib mir eine Hosenriegel, ja? Oh, bitte einmal raus. Was haben Sie gesagt? Meine Hosenriegel? Eine Hosenriegel. Ja, ja, Sie haben keine Hose an. Bitte einmal raus, ja? Achso, warten Sie, ich gehe dann raus, ja. Ja, mach nicht, danke. Hände hoch! Was denn? Hände hoch oder ich knall sie ab, Alter! Ja, warte, ich hol ganz kurz das Geld. Ja, Sie wollen bestimmt. Sie wollen bestimmt das Geld. Warte, ich hol kurz das Geld. Ja, so, Katze ist freigeschaltet. Geben Sie, holen Sie das Geld da raus! Ja, oh, guck, ja, okay, Bier weg, Bier mit weg, das ist mein Leben. Oh nein, Sie haben, ach, der Herr, hallo, gucken Sie mal ganz kurz. Weg, Leute, Bier weg, Bier weg, ja? Das Geld, das viel Geld ist da drin, gucken Sie mal da rein. Okay, hallo, Geld? So, du kleiner, Hände hoch, sofort Hände hoch! Hände hoch! Ja, okay. Okay, Hände okay, hoch. Okay. Waffe aus den Händen! Okay. Ja, Leute, ich verkacke gerade. Ich mag schon mein Fahndungslevel ist am Stand. Nein, mitkommen. Oh mein Gott, ich bin so schlecht geworden, Leute. Wo sind meine Fähigkeiten hin? Ja, ich komm mit. So, du Kleine, jetzt schön rausgehen hier. Schön raus aus dem Laden. Das sind deine Freunde, oder was? Oh, Leute, da kommt wirklich noch ein Überfall auf uns zu. Leute, das ist unsere Chance. Raus, jetzt mit dir. Oh nein, Polizei ist schon da. Polizei, da ist jeder, ja! Oh nein, ich muss das Geld aus der Kasse nehmen, Hier, das ganze Geld aus der Kasse. Holen Sie nicht einmal die Polizei! Hier, das ganze Geld aus der Kasse, Leute. Nein, wir haben ein Problem, Freunde. Okay, die Polizei ist da, Leute. Komm raus aus meinem Laden, raus! Okay, oh, da ist eine. Zeig die doch, Alter! Und ab der Hand und... Es tut mir leid. So, okay, Leute, wir müssen hier raus. Die Polizei ist schon da. Okay, ey, wir hatten gerade so Glück, dass irgendein anderer Raub noch am Start war. Oha. Geben Sie sich! Nein, okay. Wir haben den. Wir haben ganz gut geschossen. Was mache ich denn jetzt, Leute? Wie geht nochmal ein Raub? Ich stoppe im Polizeiauto. Oh, okay. Wir entkommen einfach. Wir schaffen es zu entkommen. Okay. Okay, kurz. Oh nein. Ich hab das Auto umgedreht. Oh nein. Leute, schnell raus hier. Oh nein. Ich hab auf jeden Fall Geld dabei, Leute. Ich weiß nicht, wie viel das war. Ich glaube, das waren $500 aus der Kasse oder so. Wir sind wieder am Start. Und unser Fahndungslevel ist gleich weg. Ich mach hier die Papiertüte kurz weg, Leute. Die Papiertüte muss weg. Oh nein, Leute. Oh nein, die Polizei. Sie einmal bitte stehen bleiben. Hallo. Oh, wir bleiben liegen, Leute. Wir einmal wach werden hier, ja. Hey, du. Ich weiß nicht, ihr Penner, kriegt ihr mal sowas mit, ja? Hier war irgendwo einer, der den Laden ausgeraubt hat. Da ist der lang gelaufen. Da laufen? Da hat ein Polizeiwagen der geklaut, ja, sicher. Stimmt. Ja, da hat ein Polizeiauto geklaut. Ja. Hier hast du $1 dafür, dass du mir einen Tipp gegeben hast. Danke, alles klar. Junge, ich muss mal schnappen jetzt hier, mein Bruder. Ey, Leute, ich habe auch noch eine Bierflasche aus dem Laden geholt. Guckt nicht mal an, wie ich aussehe. Ey, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben unsere ersten $500 verdient. Wir sind wieder im Leben. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich muss mich auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen fangen. Wir gehen zu einem Klamottenladen und werden uns erstmal wieder Klamotten besorgen, Freunde. Wir werden wieder zurück ins Leben kommen, Leute. Ich brauche ein Auto eigentlich, aber das Polizeiauto werde ich lieber nicht nehmen. Soll ich ein Auto klauen, Leute? Warte, wir klauen jetzt noch ein Auto hier vorne. Oh, das habe ich schon auch lange nicht mehr gemacht. Ich hoffe, ich kriege das hin, Leute. So, Fensterscheibe so aufschlagen. Zack, rein. Okay, wir haben ein Auto. Okay, Leute, aber seitdem ich so viel Bier trinke, ich bin nicht mehr der beste Autofahrer, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich suche jetzt einen Klamottenladen, der nicht zu teuer ist. Und dann werden wir uns Klamotten besorgen, Leute. Let's go. Okay, Leute, wir haben jetzt das Auto geklaut. Ich will jetzt auch nicht weiterhin mit der Polizei zu tun haben, weil das Ding ist, ich werde eigentlich als Russik von der kompletten FIB, Polizei, SEK, alles gejagt, Leute. Aber seitdem ich halt als Penner untergetaucht bin, haben die Spur zu mir verloren, Leute. Aber das Ganze, alle Leute suchen mich, Leute. Ich habe Schulden in Multimillionenhöhe bei der Stadt Los Santos, Freunde. Wir gehen jetzt erstmal rein, Leute. Wir werden uns gleich erstmal umziehen. Ja, hallo, nee, stopp, bitte einmal ganz schnell, ja, nee. Das ist ein Klamottenladen, ja, also bitte, ich bitte Sie ein bisschen, also guck mal, wie die aussehen. Ich will mir Klamotten kaufen, ich wurde ausgeraubt. Genau, und dann willst du noch hier wieder was aus. Nee, so kenne ich Hände hoch!
Kleiner. So, die Dame! Nein, bitte machen Sie mir nichts! Und sie. Nein, nein, ich wollte den noch nicht töten. Nein, was ist das denn jetzt? Da schießen welche, da ist eine Gang oder so. Nein, nicht die. Mit denen hatte ich auch Probleme, Leute. Bei denen hatte ich Geld geliehen. Nein, ich habe nur Probleme. Die Frau, ganz ruhig bleiben, ja? Ganz ruhig bleiben, nicht bewegen. Bitte tun Sie mir nichts. Nicht bewegen, ich werde mich ganz kurz nur umziehen, Leute. Ja. Ich ziehe mich ganz kurz um, Leute. Okay, Leute, ich habe mich umgezogen. Ich habe wieder meine alten Klamotten. Okay, die Dame, du bleibst liegen, bleib liegen. Ja, ist okay. Okay, Leute, okay. Ich sag euch ehrlich, mit neuen Klamotten geht's mir auch viel besser. Oh nein, die Polizei ist schon wieder da. Verdammte Angst. Ich weiß jetzt alles mit dir. Nein. Ich habe die ganze Zeit Polizeiprobleme, Leute. Ihr seht es. Überall, wo ich bin, sind die schon wieder da. Okay, nein. Okay, Leute, schnell weg. Wir haben Rossik wieder gefunden. Rossik ist wieder da, ist aufgegangen nach 5 Tagen. Kommen Sie alle. Nein, die haben wieder die Spur zu mir. Nein. Verdammte Axt, Leute. Habt ihr das gehört? Sie suchen mich schon seit 5 Tagen. Er fliegt Richtung Westen. Nein. Bleib weiter Westen, Richtung Westen. Helikopter ist den Ohren. Ja, kein Problem. Okay, Leute. Unfallgebaut. Wir haben ein Problem, Leute. Ihr habt es gesehen. Die suchen mich schon seit 5 Tagen. Richtung Norden. Nein, ich krieg die nicht los, Leute. Ich muss hier was einfallen lassen. Ich kann nichts zu tun. Auf den Herr auf dem Marktplatz. Jetzt. Sichtkontakt verloren. Okay. Hier rein. Muss er sein. Auto explodiert, das Auto. Sofort anhalten. Gut, das ist unsere Chance, Leute. Wir versuchen zu Fuß zu flüchten. Das ist eine gute Ablenkungsmanöver gewesen, das explodierende Auto. So, wir müssen uns verstecken, Freunde. Wir müssen uns verstecken. Da vorne ist überall Polizei. So. Okay, Leute, ich sag euch ganz ehrlich, das Leben auf der Flucht ist nicht so nice. Nein, der Helikopter hat uns! Verdammte Angst. Nein, warum? Nein. Okay, Leute, wir müssen uns verstecken, wir müssen uns das einfallen lassen. Ja, wir müssen in den Untergrund. Nein. Okay, hier runter. Hier rein. So. Okay. Alles klar. Okay. So. Okay, Leute, ich glaube, ich häng die gerade ab. So. Okay, das ging nochmal gut, Leute. Wir haben wenigstens unsere Klamotten, Leute. Ey. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute. Ich könnte versuchen, mit Tour nochmal Kontakt aufzunehmen, mit ihnen zu reden. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Freunde. Ich muss es tun. Tun, sein Tempel ist nicht weit von hier. Ich werde einfach versuchen, mit ihm zu reden, Leute. Vielleicht kann er das rückgängig machen. Ich höre immer noch Sirenen, Leute. Das Leben auf der Flucht ist zu anstrengend. Wir gehen jetzt zur Tour rüber und versuchen, ihn einfach zu reden, ob er uns helfen kann und alles drum und dran, Leute. Let's go. So, wir klopfen jetzt mal. Mal gucken, ob er die Tür aufmacht. Tour! Was? Lass bitte reingehen. Ich werde gesucht von allen. Tuan, ich habe ein gewaltiges Problem. Ich bin seit 5 Tagen. Ich war Alkoholiker. Ich war unter der Brücke. Ich habe gerade wieder ins Leben gefunden, weil ich einen Laden ausgeraubt habe. Und irgendwie, Polizei sucht mich. Ich werde auf der Fahndungsliste des SEK, FIB, Blacklist, Interpol. Alle suchen mich. Ich weiß nicht, wie ich entkommen soll. Du hast die Zahlen einmal gedreht in der Lotterie. Kannst du das alles einfach rückgängig machen? Bitte lass einfach alles so schön. Nein, Junge, die rückgängig machen. Was hast du denn aus der Sache gelernt? Lustig! Ich habe gelernt, Geld ist nicht wichtig. Geld verändert Menschen und Geld ist nicht das Wichtigste. Familie ist nicht. Du, ich will in die Familie kommen. Bitte nicht auf. Du. Ja, und genau deswegen kann ich nicht zurückgeben, weil sonst wäre ich genau wie vorher. Ich weiß das. Nein, ich habe wirklich gelernt. Oh! Ja. Hast vergessen, wo man herkommt. Du hast durchgedacht durch Geld, du bist ein Mann. Ein Mann willst du nur durch Qualitäten, ne? Selbstständigkeit, Härte. Du hast alles, du hast nie was gehabt, war das Problem. Du merkst, Geld kommt, Geld geht, ne? Autos kommen, Autos explodieren. Ja. Aber der Mann, der du bist, der bleibt für immer. Und leider bist du kein guter Mann. Ich sag ehrlich. Du, nein. Deswegen, Lucy. Allein, damit du ein starker Mann wirst, musst du aus der Scheiße alleine herausfinden. Und wenn du dann geschafft hast, aus der Zeit rauszukommen, dann bist du ein Mann, der alles schaffen kann. Aber so, du bist nur ein Schwache gelöst, ein Papierhaus. Ich hab mit das ganze Polizei, alle suchen mich. Ich hab über 200 Millionen Schulden.
200 Millionen. Und deswegen, du musst selber herausfinden. Erl, lustig. Was ist 10.000 das? 10.000 Dollar. Damit kannst du ein bisschen was kaufen, wenn du willst. Find selber heraus, wie du schaffst. Thorlein. Werd endlich ein Mann. Thorlein hat mich einfach abgestoßen aus der Familie, Leute. Er will, dass ich ein Mann werde. Er hat mir 10.000 in die Hand gedrückt. Was soll ich mit 10.000? Was soll ich mit 10.000, Leute? Was soll ich mit 10.000, Mann? Was soll ich damit, Mann? Mann, Uwe und alle hatten recht unter der Brücke. Ich bin zu nichts fähig mehr. Die Polizei sucht mich eh. Ich weiß nicht, wie ich aus der Scheiße rauskomme. Meine Freunde haben mich abgestoßen. Ich trau mich nicht mal zu Max oder Armin oder sonst hin zu gehen. Ich sag euch ganz ehrlich, ich hab 10.000 Dollar. Ich werde es jetzt meinen Penner-Freunden spenden, mit denen einfach Bier trinken. Wir fahren zu meinen Penner, die sind die einzigen, die mich noch lieben, Leute. Ich gehe zu meiner Familie. Los geht's. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute, ich bin jetzt hier bei meinen Pennern angekommen. Oh, oh scheiß drauf. Jungs, bin wieder zurück. Bin wieder zurück. Ey, Jeffrey, hier, nimm das. 2.000 Dollar für dich. Bitte, nimm das. Boah, Musik, du bist der Beste, ey. Boah. Kein Problem. Ey, weißt du was, okay. Ich nominiere dich zum Penner des Monats. Michael, hier 2000. Dankeschön, oh, danke. Frankie, auch für dich 2000. Schon, dankeschön. James, Mann, du bist eigentlich, du gehörst gar nicht hierher, aber nimm einfach hier. danke. Ey, Mann, Alter, ich sag euch ganz ehrlich, Leute, alles hat keinen Sinn. Ich werde jetzt einfach dieses Bier nehmen und ich werde jetzt einfach trinken, Leute. Ich werde jetzt einfach trinken bis zum bitteren Ende. Bis zum bitteren Ende. Hey du. Was willst du, Alter? Aufstehen, komm aufstehen. Was? Was? Aufstehen. Was willst du von mir, Mann? Komm mit, okay, du bist noch ein bisschen betrunken, hä? Komm mal mit. Wo trägst du mich? Komm mit, Digga, lass mich los. Shit, man, was machst du eigentlich hier? Lass mich los. Lass mich los. So, du denkst, du kannst hier einfach rumtrinken und rumholen wie ein kleines Mädchen, ne? Lass uns einfach losgehen. So, nein, bleib mal hier, wer komm mal her. Wer bist du überhaupt? Ich bin es scheißegal, Digga. So, erstmal jetzt hier dich mit Wasser vollspitzen, so. So, kommst du wieder klar? Was passiert? Oh, wer bist du, Mann? Kommst du klar, ey, du? Was ist denn los, Mann? Komm mal klar mit deinem Leben, ne? Shit, man. Bist du ein Mann oder bist du eine Memme? Wer bist du? Man. Wie, wer ich bin? Ich bin Dave. Dave? Was willst du von mir, Mann? Steig ein. Ich hab kein Geld mehr, Mann. Steig ein, man. Bist du ein Mann oder bist du ein Memme? Eine Memme heute tun, dass sie kein Geld hat. Ein Mann sorgt dafür, dass er wieder Geld kriegt. Was? Wie meinst du? Ich gehe alles vorbei. Ich werde gesucht vom Interpol, vom SDK, vom Polizei. Shit, meine Familie. Ich habe nur noch Uwe und die Jungs. Erzähl mir was Neues, Alter. Denkst du, du bist der Einzige, der ganz so gesucht werden? Hä? Ich werde auch für alles gesucht. Lass mich einfach gehen. Was willst du von mir, Mann? Ey, ich gebe dir eine Chance, my brother. Ich gebe dir eine Chance, wieder aus der Scheiße rauszukommen. Willst du aus der Scheiße raus? Willst du wieder ein Auto fahren, ein Haus haben, Freunde, die dich schätzen? Ja. Ja. Oder willst du weiter unter der Brücke leben, wie ein Penner und dich jeden Tag voll saufen? Leute, was willst du? Ich will raus. Ich will wieder leben. Okay, Brother, hier ist mein Haus. Was? Du kommst erstmal rein, du gibst dir eine geile Dusche, ja? Isst erstmal was. Und dann tust du mir ein, zwei Gefallen und ich helfe dir raus aus der Scheiße. Geld, gar kein Problem. Wir sind Männer hier, wir machen was für uns. Bist du bereit, ein Mann zu werden? Ich bin bereit, ein Mann zu werden. Bist du bereit, ein Mann zu werden? Get back, check, brother! Yeah, that's some brother. Spirit! Yeah, komm mit! Okay, Mann. So, du gehst gleich hier rein, so vorher. Okay. Erstmal ein bisschen frische Luft atmen, du stinkst noch. So ein bisschen frische Luft, weil komm gleich rein, du kannst duschen und essen. Und dann wir quatschen über, was du machen kannst, wieder um ein Mann zu werden, der Geld verdient. Leute, ich hab alles verloren. Ich war am Boden. Ich weiß nicht, wer dieser Dave ist. Aber ist es die Möglichkeit, wieder aus der ganzen Sache rauszukommen? Weil man muss auch mal arbeiten. Aber ja, es kann ja nicht so sein, dass meine Lottozahlen von heute kommen, Leute. Das kann ja nicht sein. Warte mal. Aber die kommen jetzt gerade. Im Radio können wir mal anschalten. So. Ja, so. Ja, gut, die erste Zahl ist die 11. Die 11, hab ich das? Die zweite ist die 7.
Die 7, 11, 7. Die dritte ist die 24. 24? Warte mal. Die vierte ist die 12. 12? Warte, sag mir nicht. Die fünfte ist die 2. Wenn jetzt die Superzahl 7 kommt, dann haben wir es. Die Superzahl Nein. ist die 6. Nein, sorry, verlesen. 7. Oh! Nein. Nein, 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 nein. Das waren ihre Lottozahlen. Schönen Tag noch. Leute, habt ihr das gehört? Ich hab ein Spaß Lotto mitgemacht und ich fahr gerade eigentlich zur Arbeit zum FIB-Gebäude, Leute, aber ich glaube, ich bin Multimillionär. Ich weiß gar nicht, was der Siegespreis ist, Leute. Ich glaube, das waren irgendwie 150 Millionen im Pott oder so. Leute, ich hab gewonnen. Ich bin Lotto-Millionär. Oh mein Gott. Das ist das so späte Weihnachtsgeschenk für mich, Leute. Oh mein Gott, ich kündige jetzt erstmal meinen Job, Leute. Ist egal, ich habe die Lottozahlen richtig getroffen. Wo ist mein Chef? Wo ist der FIB-Chef? Wo ist er? Hallo? Der ist nicht unten, der ist nicht unten. Wir müssen hochfahren, Freunde. Wir müssen hochfahren in die Etage. Ey, Leute, ich kündige einfach gleich. So, kurz hier hochfahren. Let's go. So, Leute, wir sind jetzt in der Zentrale angekommen. Ich sag euch ganz ehrlich, ich kündige jetzt meinen Job, Leute. Ich bin Multimillionär. Ich habe gerade über 150 Millionen gewonnen, Leute. Ich spuck dir jetzt an. Ey, Chef, was geht, Alter? Hallo, Rustex, komm gut. Ich heute eine Beförderung für Sie am Start. Was, eine Beförderung? Ja, Sie haben so gute Arbeit geleistet. Nie sich wirklich reingezeckt und versucht, noch höher zu werden. Einfach gute Arbeit gemacht. Ich werde Sie befördern. Leute, kommen Sie mit! Ich will doch nicht mehr arbeiten, ich bin doch... entschuldigen Sie bitte! Sie kriegen Ihr doppeltes Gehalt wie zuvor. Ja, das ist sehr schön, aber ich kündige heute. Warum? Ich bin Multimillionär geworden. Sind Sie sicher? Sie wissen, Sie tun hier vieles Gutes für die Stadt, für die City. Ich weiß, also ich Ihnen ist aber schon klar, sobald man einmal vom FAB kündigt, man hat keine Chance mehr wieder reinzukommen. Ach, das kriegen wir. Das ist doch. Hören Sie mir zu, Chef. Ich habe 140 Millionen plus gewonnen. Hier, wissen Sie was? Nehmen Sie meinen Lohn von diesem Monat und kaufen Sie sich was Schönes, ja? Alles klar, es tut mir leid. Sehr schade. Die Stadt wird sich trauen um Sie. Alles klar, dann auf Wiedersehen. Ciao. Ey, Leute, mein Chef ist heute übelst korrekt. Normalerweise macht er mich auch blöd dumm an und so. Und heute ist er korrekt, genau an so einem Tag, wo ich ihm die Stirn bieten will. Aber egal, Leute. Nichtsdestotrotz, wir sind jetzt Multimillionär, Leute. Und ich denke, also ich will ja nichts sagen. 150 Millionen plus werden mein Leben jetzt nicht so verändern. Oder wartet mal, vielleicht verändert sich mein ganzes Leben genau in 3, 2, 1. BAM! Leute, ich muss euch was sagen, ich habe nämlich sehr viel Geld schon ausgegeben. Es ging sehr schnell für euch, aber für mich nicht so schnell, Leute. Ich habe nämlich mir ein neues Haus gekauft, ein neues Auto, neue Häuser, neue... Oh, Leute, ich bin nämlich heute Multi-Billionär, Leute. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Auf jeden Fall, ich habe so viel Cash. Guck mal, ich wach auf. Ich habe nicht ein Bett, ich habe nicht ein Doppelbett. Ich habe einfach ein Triple-Doppelbett, Leute, weil ich Multi-Billionär bin. Natürlich mit Gaming-Equipment und guck mich an, Leute, wie ich aussehe. All white everything, Leute. Edel, schön mit Goldkette, Golduhr, Leute. Schöne Dinger. Ey, Leute, mir geht es zu gut. Ich zeige euch jetzt mein Leben, Leute. Denn seitdem ich jetzt gewonnen habe, ist mein Leben anders, Freunde. Wir gehen jetzt erstmal raus. Wie startet sich ein Tag? Richtig. Erstmal die Aussicht genießen, Leute. Das ist meine Aussicht über Los Santos. Erstmal im Pool, oder? Erstmal im Pool. Wartet mal. Ich habe euch was vergessen zu zeigen. Wartet mal. Charles! Ja, bitteschön. Wo bist du, Charles? Ich bin da, Master. Er. Bring mir ein Champagner, bitte. Of course. Okay, of course. Leute, ich habe nämlich Charles eingestellt, Leute. Als Multimillionär habe ich natürlich auch jemanden, der für mich arbeitet. Bitte, Master. Charles, danke schön. Vielen Dank. Alles gut, es passt schon so, ja. So, wir trinken jetzt hier unseren Wein, Leute. Schön auf extravagant, Leute. Schön hier. Charles! Ja, bitte, Charles, Master. Charles, sagst bitte dem Money, der soll den Helikopter gleich starten. Ich brauche heute einen kleinen Flug, ja? Yes, Sir. Alles klar, Charles. Putz doch das Haus hier. Sowieso. Ey, Leute, ich hab nicht nur Charles, ich hab Putzfrauen, ich hab Mitarbeiter, ich hab mehrere Business, Leute. Ich sag euch ehrlich, seitdem ich Multimillionär geworden bin, mein Leben hat sich einfach verändert. Ich tu einfach mit Anzug im Whirlpool mit einem Weinchen, Leute. Und jetzt habe ich ja gesagt gerade, ihr fragt euch sicherlich, was geht denn ab, wo hast du Charles hingeschickt? Ja, der sagt jetzt Money Bescheid, Freunde, weil Money ist mein persönlicher Flugzeugflieger, Leute. Ich hab meinen eigenen Pilot, weil...
Leute, guck mal, das ist mein Haus an. Ich habe da vorne ein Gym. Ich habe hier alles, Leute. Ein Kronleuchter, Leute, ganz wichtig. Ohne Kronleuchter bist du kein Millionär. Kein Multimillionär, Freunde. Denn ich bin jetzt ein abgehobener Multimillionär, Leute. Wo ist Money, Alter? Der ist ja noch nicht mal hier. Es gibt hier, glaube ich, da muss ich immer ein bisschen den Lohn. Aber Leute, hier schön am Kaminplatz auf meinen Helikopter warten, ist ja auch was Schönes. Hier mit den Ladies. Ladies, alles okay bei Ihnen? Ja? Okay, alles super. Alles super, ja. Wenn was ist, ruft Charles, der bringt euch noch was. So, jetzt müssen wir kurz warten, bis Manni mit dem Helikopter gleich anfliegt, Freunde. Weil der wird uns heute persönlich abholen. Für was bezahle ich denn auch? Ach Leute, ich habe hier jetzt gerade meinen Tee fertig getrunken und ich glaube, da ist er. Da ist der Money, da landet mein goldenen Privathelikopter, Leute. Natürlich nicht irgendein Helikopter, sondern der goldene Privathelikopter, Leute. Bei mir läuft so gut. Ja. Okay, da ist Money, das ist Money. Hallo, Sir. Hallo, Money. Money, hast du Waffen dabei, falls mir was passiert? Money ist auch mein Bodyguard. Money, ich will sofort wissen, hast du dich bewaffnet? Okay, Money, guter Junge. Bam! Oh. Du musst bereit sein. Bereit sein, Money. Bereit sein. So. Also, du musst mich jetzt zum Strand bringen, zu meinem neuen Business. Du weißt doch, das Autohaus am Strand ist jetzt nämlich mein Luxushandel. Da würde ich gerne hinfliegen, weil ich muss mir für heute einen kleinen Wagen aussuchen, den ich privat nehme, ja? Jawohl, Sir. Alles klar, Money, dann flieg mal hin, Leute. Ihr seht es, ich habe meinen persönlichen Helikopterflieger und wir fahren jetzt zu einer meiner Luxus-Business, Leute. Ich habe Autohäuser, ich habe Bars, ich habe Diskotheken. Ich habe in der Zeit alles aufgemacht. Die ganze Stadt weiß, wer ich bin. Deswegen hat Money auch immer Waffen dabei, Leute. Ich habe oft Probleme. Wir fliegen jetzt rüber zu meinem Autohaus, was ich mir gekauft habe. Dann werde ich euch erstmal meine Luxusautos zeigen und wir werden uns erstmal als Multimillionär 1 aussuchen, wo wir heute eine kleine Spritztour machen, Freunde. Let's go. So, landen hier bitte, ja, irgendwo. Du kannst hier die Tennisplätze benutzen, sind nicht so schlimm. Oder hier irgendwo, ja, super. Oder am Dach, wo du willst. Alles gut, Manni. Macht es, ne? Leute, hier, ich habe mir auf jeden Fall hier nicht nur die Tennisplätze geholt. Mir gehört hier alles. Die Tennisplätze. Danke, Manni, du kannst abheben. Wofür mich an mich abholen sollst, ja. Alles klar. Nächstes Mal bitte vor den Eingang, ne? Hey, unglaublich, so. Wir haben hier alles gekauft, Leute. Und ihr seht doch hier dieses riesige Gebäude, Freunde. Als Multimillionär mit meinen multimillionären Businessen habe ich natürlich ein weiteres Business aufgebaut. Und das werde ich euch jetzt gleich zeigen, Freunde. Ganz entspannt, wir werden durch den Vordereingang reingehen. Dann werde ich euch alles zeigen. Let's go. So, Leute, wir laufen hier durch den Haupteingang rein, Leute. Und ihr seht es schon, ich habe den Laden 31er genannt, Leute. Weil, ja, ein reicher Schnösel ist auch oft ein 31er. Deswegen schön die Nummer 31. So, ich habe den Namen von dem vergessen. Ey, Entschuldigung, ich bin der Chef hier, das weißt du, ne? Ich bin's. Oh, hallo. Hallo, Chef. Genau. Wie heißt du nochmal? Mein Name ist James. Okay, James. Alles klar, James. Putz mal hier den Ferrari bitte, James. Natürlich, Sir. Okay, Leute, ihr seht das hier. Das ist nur der Eingangsbereich. Hier habe ich einen dicken Lambo stehen. Hier habe ich einen dicken McLaren stehen, einen Bugatti, einen Porsche, einen Ferrari. James, ich will, dass du mich mit dem Ferrari zu den anderen Autos fährst. James. Natürlich, Sir. James. Was ist das hier schon wieder? Warum fahrt hier die Feuerwehr vorbei? Das gibt's doch nicht. Ja, es gibt's doch nicht. Mach mal hier. Ich hab gesagt, ich will eine akustische Abdichtung im Bootshaus, im Haus hier. Na, der unglaublich. Muss, also der ja. So, stehen bleiben, James. Fahr zurück, James. Du sollst arbeiten gehen. Oh, unglaublich, Leute, aber es hat so Spaß abgekommen. Guckt euch das an. Wir haben hier ganz viele Luxusautos. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, woher? Ja, Leute, ich bin Multimillionär. Welches Auto habe ich heute Lust, Leute? Ich weiß gar nicht, auf welches ich so richtig Bock habe. Ich bin auf jeden Fall jetzt der reichste Mann hier im Hause, Freunde. Das Ding ist, ich habe auch ein bisschen Beef, seitdem ich so ein Multimillionär bin mit Touren, weil ich es gerne ihm vor die Nase reibe. Manchmal schicke ich ihm so ein paar Champagners rüber mit ein paar Batzen, damit er weiß, wer der Reichste ist. Aber Leute, damit ihr wirklich glaubt, dass ich der Reichste bin, warte mal, ich zeige euch ganz kurz einen Raum. Aber das dürft ihr niemandem zeigen, Leute, ganz kurz. So, Leute, aber als Multimillionär zeige ich euch jetzt erstmal einen Raum, wie es sich gehört, Leute. Ein Money-Safe-Room, Leute. Ich fühle mich hier wie Donald Duck, Leute. Überall Geld, Batzen. Ich bin einfach Multimillionär, Leute. Seitdem ich dort gewonnen habe in der Lotterie, ich bin Multimillionär. Und ich sage euch ganz ehrlich, wir stoppen uns jetzt einfach heute was Schlichtes. Einen schwarzen Lamborghini, Leute. Einen schwarzen Lambo. Und wir fahren heute mal bei Touren vorbei. Ich ärgere den ja immer mit Champagner und so. Ich glaube, ich werde heute wieder eine Moet oder sowas vor seinem Laden einfach ein bisschen schütteln und ein bisschen Champagne-Spray machen. Und deswegen fahren wir jetzt rüber zu Touren. Der wohnt ja hier gerade, Leute. Und ich sage euch ganz ehrlich, seitdem ich der reichste Mann in Los Santos bin, ihn kränkt es richtig. Aber sagt es nicht, Leute.
ich liebe Ton ja trotzdem so. Aber man muss auch mal ein bisschen die Dominanz zeigen. Guck mal, da ist er wieder. Guck mal, der ist richtig sauer. Ich habe auch seine Autos weggekauft letztens. Oh, hier ist kein Parkplatz! Ey, Thuan, hallo! Stopp, ja. stopp! Aua! Thuan! Thuan, was machst du schon wieder? Ich hab gesagt, hier ist kein Parkplatz! Ist okay, mach den kaputt. Ist es nicht schlimm, ich kauf mir einen neuen. Du weißt doch selber, Thuan. Es ist nicht schlimm, es ist okay, dass du jetzt deine Autos nicht mehr hast, weil ich viele weggekauft habe. Es ist okay! Hast du irgendwie einen Höhenflug bekommen? Hey, Thuan, es ist okay. Du weißt doch, seitdem ich... Was ist? Du kannst dich bei mir melden. Guck mal, hier ein kleiner Champagner. Ja. Guck mal, ein kleiner Champagner-Spray. Aua! Champagner! Eine Moet-Flasche über deinem Parkplatz. Ja. Bisschen Moet. Ja. Merkt sogar viele, die man leiser als ich. Die Frage ist nicht, ob man leis wird, sondern dass man leis bleibt, mein Freund. Alles gut. Ich habe mein Geld gut investiert, Thuan. Willst du ein Champagner vielleicht? Ich trinke einen Alkohol. Verkaufst du mir hier den Dreck? Ah, nee, das Auto will ich gar nicht haben. Das ist nicht so nice. Ah, sorry. Wenn du mal wieder gut hautest hast, dann meld dich, ja? Ja, ich hab noch genug gute. Okay, ciao. Ey, Leute, ich habe auch genug gute Autos. Und dann denke ich, ich kaufe mir jetzt erstmal noch eine Yacht, Leute. Eine kleine Yacht, so ein fettes Boot, so. Es wäre doch was Schönes, Leute. Als Multimillionär, der reichste Mann in Los Santos, hat man auch Respekt, Leute. Ich hole mir jetzt eine Yacht, let's go. So, Leute, wir haben ja gerade beschlossen, dass wir sehr viele Autos haben. Aber eine Yacht fehlt uns. Da vorne ist, glaube ich, der Verkäufer. So, guten Tag, hallo. Wunderschönen guten Tag. Was kostet die fette Yacht hier, die hinter Ihnen steht? Die kostet 200 Millionen. Ja, alles klar. Hier, bitte schön, meine Kreditkarte. Checken die ab. Alles klar, ich nehme die mit jetzt sofort. Dankeschön. Alles klar, ciao, ciao. So, Leute, wir laufen jetzt erstmal hier rüber zu unserer Yacht. Die passt auch ganz gut zu unserem Anzug. Wir sind all white everything, Leute. Und als reicher Mann ist es auch wichtig, farblich passend zu sein. So, wir laufen jetzt hier rüber, Freunde. Guckt die euch an. Ich weiß gar nicht, wo man da drauf kommt. Alter, die ist so gigantisch. Vielleicht muss ich mir noch ein Speedboot dazu kaufen. Ich weiß auch noch nicht. So, wer ist das denn jetzt hier? Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Lustig. Ja, das bin ich. Also, ich weiß, Sie wollen sich schon wieder was von mir, aber ich habe jetzt echt keine Zeit. Ich habe jetzt eine Yacht gekauft. Ja, aber das Problem. Sie haben ganz schön viele Autos so von meiner Familienbusiness gekauft, ne? Ein Lamborghini, ein Ferrari. Ja, das habe ich gekauft, kann sein. Ja, genau. So. Ja. Das Problem ist, Ihre Kreditkarte ist nicht gedeckt, ne? Ja, okay, alles klar. Sie können jemand anderes abziehen. Wenn was ist, tue ich jetzt gleich meine Security. Oh, wow, entspannen Sie sich, entspannen Sie sich. Du kannst mir machen Sie jetzt nicht ab. Hey, Leute, geht's so, ich knall dich ab und du kannst dich schwimmen gehen. Ich kümmere mich drum, alles gut. Ich guck nochmal nach, ob alles stimmt oder nicht. Was eine Stunde Zeit, dass das Geld ankommt. Alles gut, alles gut. 8 Millionen. Alles gut, alles gut. Was war das denn, Leute? Das ist so ein armenischer Typ. Ich habe von dem ein paar Lambos gekauft. Was kommt denn mit Kreditkarte nicht gültig? Der ist doch nur neidisch, dass ich so reich bin. Alter, ohne Witz, Mann. Egal. Ich sag euch ehrlich, wenn man Geld hat, hat man nur Probleme, Freunde. Aber, ja, alles gut, alles gut. Ich rufe jetzt einfach mal Charles an. Mein Butler, der soll da mal klären. So, Leute, erstmal Handy rausholen und dann rufen wir jetzt Charles an. Hallo, Charles? Ja, hallo, Marcel, wir haben ein kleines... Ja, ich habe auch ein kleines Problem. Kannst du mal... Die Polizei ist hier wegen Geldwäscherei und Betrug. Wegen Geldwäscherei und Betrug, was? Richtig. Nein, das kann nicht sein. Alles gut, alles gut. Ja, kümmern Sie sich bitte darum, die warten hier auf Sie. Ciao. Hey Leute, wir haben ein Problem und zwar, was für Geldwäscherei oder Betrug, Leute. Ich habe mir gerade eine riesige Yacht gekauft und die sagen irgendwas von Betrug, Freunde. Von 200 Millionen habe ich sie mir gekauft, Leute. Ich bin Multimillionär. Ich habe Milliarden auf dem Konto, Leute. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir fahren jetzt kurz hier mit der Yacht kurz zu unserem Autohaus und ja, im Notfall holen wir aus dem Geldroom, aus dem Money Room das ganze Geld und bezahlen alles. Alles gut, Leute. Wir haben ja im Money Room genug Geld, Leute. Kein Stress, keine Panik, Freunde. Alles ist gut hier im Pool, Leute. Guck mal die Yacht an! So, wir laufen hier kurz raus. Warte mal, seht ihr das, was ich sehe? Da ist ein bisschen Polizei vor dem Laden. Hey, ich höre Thuans Lache. Wo bist du, Thuan? Hey, Thuan, was machst du da? Hallo! Thuan? Hallo, lustig, ne? Und wie läuft das? Hab gehört, du bist so ein Klotel! Dein ganzes Geld ist nie da gewesen!
Du an alles gut, ich kümmere mich drum. Warte, ich will dir nichts sagen, ne? Aber. Los? Was ist da los, Leute? Irgendwas stimmt hier nicht. So, Leute, alles ist gut. Wir laufen. Ich muss jetzt kurz einen Officer kurz ansprechen. Entschuldigung, Officer, hallo? Ja, hallo. Was ist denn hier los? Ich wollte mir gerade ein Kfz kaufen hier drin im Laden. Ja, können Sie verehren, ne? Alles, was wir beschlagnahmen. Das ist ein Typ, der dachte, der wäre der neue reiche Held jetzt hier, ne? Der die Lottozahlen. Aber das Problem ist, der Moderator hat die Lottozahlen von letzter Woche vorgelesen und nicht die aktuellen. Und der Typ hat schon alle Rumpi gekauft, ne? Also, da läuft einer rum und denkt, wenn er die Obwohl er gar keine ist. Ach so, das meinen Sie also, der hat gedacht, hat im Lotto gewonnen, hat das ganze Geld ausgecashed, ohne es zu haben. Ja, genau. Also wenn sie Tipps haben dazu, 100.000 Dollar, ne, der ist wahrscheinlich 10 bis 20 Jahre Knast kriegt, der wegen Betrug. Ach, wegen Betrug? Weil die Bank ihm wegen dem Lottogewinn angeblich das dann ausgezahlt hat? Ja, richtig. Ne, ach so, ja. Gemacht, ne? Und dann nochmal die ganzen Gläubiger, die da sind, ne? Ja, Mensch, Mafia, ne, der Staat, Autohändler, Immobilienmafia. Wo sind die ganzen Autos hin gerade? Die wurden beschlagnahmt, ne? Alles klar, kann man da noch reingehen gerade? Nee, ist komplett zu, ne. Alles klar. Ey, Leute, ich muss hier außen rum. Ich sag euch ganz ehrlich, ich schleiche. Naja, und der hat irgendwie voll viel Bargeld drin gehabt, ne? Hab ich auch gewundert. Alles gut. Oh, aber das ist auch weg, zum Glück. Nein, das Bargeld, als ob es weg ist, Leute. Okay, Leute, wir schleichen uns jetzt hier rein. So, ey, die ganzen Autos sind weg, auch hier die Autos. Ey, die haben niemals den Money Room leer gemacht. Niemals haben die den Money Room leer gemacht. Nein, der Money Room ist leer. Der Money Room ist leer. Oh nein. Ich höre da was, Leute, ich höre da was. Warum habe ich Fahndungslevel? Nein. Nein. Ich glaube, die wissen, wer ich bin. Nein, die schießen schon. Oh nein. Nein, Leute, wir haben den Typen hier jetzt eingeschleust. Handyautomat funktioniert. Nein. Als ob ich die Lottozahlen verwechselt habe, Leute. Das war doch alles richtig. Mann, ich habe meinen Job beim FIB gekündigt. Ich habe sogar eine Gehaltserhöhung bekommen, Leute. Nein. Aus dem Weg. Nein. Okay, wir haben ein kleines Problem, Freunde. Wir haben ein kleines Problem. Okay, ich kann nicht nach Hause. Ich kann nicht dahin, Leute. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich habe 5 Sterne Fahndungslevel. Ich hau hier gerade ab mit dem... Nein. Leute, ich sag euch ehrlich. Geld macht nur Probleme, Leute. Nein. Was ist denn hier los? Ey, Leute, meine einzige Chance. Ich muss in den Tourenstempel. Ich muss zu Touren. Ich muss ihm um Hilfe bitten, Leute. Er wusste bestimmt alles. Aber er kann mir auf jeden Fall helfen, von der Polizei zu entkommen. Und dann muss ich gucken, wie ich das schaffe, Leute. Oh nein. Okay, wir laufen einfach rein. Touren! Nein. Oh. Okay, hier bin ich, glaube ich, sicher, Leute, in Tourenstempel. Leute, die Polizei ist, glaube ich, weggezogen. Ich habe kein Fahndungslevel. Die gehen einfach nicht in Tourenstempel. Oh, Touren ist da vorne. Yeah. Hey, Tuan, Lustiger! Hi, Tuan, ich habe eine kleine Frage an dich. Ich habe ein kleines Problem, und zwar, ich habe eigentlich beim Lotto gewonnen und jetzt ist, hat sich rausgestellt, dass die Zahlen irgendwie doch falsch sind und ich den Winter nicht abhabe. Wie kann sowas denn passieren? Lustig, du hast eine Sache falsch gemacht in deinem Leben. Ja. Du hast gedacht, Geld ist Macht. Ja. Geld ist nur ein Werkzeug, um Macht aufzubauen. Was willst du damit sagen? Sag mal, du warst für einen kurzen Zeitpunkt wirklich mal leichter als ich. Diese Lottozahlen, die du gewonnen hast, die waren echt. Ja. Aber ich musste dir was beibringen. Du hast gedacht, du stehst über mir. Du hast gedacht, du stehst über Twan! Nein, hab also ich nicht. Also hab ich meine Kontakte und meinen Macht genutzt, um die Lottozahlen zu ändern. Was? Offiziell zu ändern. Das kannst du nicht machen, Tuan. Doch, ich kann das. Weißt ich habe jetzt über 200 Millionen Schulden. Ja, weißt du, was das Problem war, Lucy? Nein. Du hast dich mit mir angelegt und du weißt, was Regel Nummer 2. Regel Nummer 1 ist in dieser Stadt, oder? Niemals mit Tuan anlegen, ich weiß doch. Aber, du hast dich mit mir angelegt. Aber. Und jetzt, Lucy. Viel Spaß mit den Konsequenzen. Vergiss nicht. Nein. Mach. Wird nicht durch Geld definiert, Macht wird durch Verstand, wird durch Ehrgeiz und Standhaftigkeit entziehen und in der eigenen Disziplin bin ich stärker als du und jetzt verzieh dich aus meinem Tempel! Und wie ist was mit den Schulden? Leute, habt ihr das gehört? Ich war für eine kurze Zeit wirklich Multimillionär und der Reichste von Los Santos, aber Tuan hat mich
Ton hat mich einfach gebrochen, Leute. Hat mir einfach einen Knick in die Füße gelegt. Das Problem ist, die Polizei sucht mich. Ich habe meinen Job beim FIB aufgegeben. Ich habe kein Geld. Ich habe Schulden. Ich habe kein Zuhause mehr, weil ich mein Zuhause verkauft habe, ein neues gekauft habe und es wurde jetzt beschlagnahmt. Ich habe kein Business. Das Autohaus wurde weggenommen. Alles wurde weggenommen, Leute. Es war der geilste Tag meines Lebens, kurz reich zu sein, mit Helikopter rumzufliegen, aber Geld ist nicht alles. Und jetzt ist die Frage an euch, wie schaffe ich diesen Dreck wegzubauen, Leute? Wolltet ihr eher arm oder reich sein, Freunde? Heute werden wir den Unterschied sehen, denn wir werden in die Schule gehen, Leute, als arme und reicher Schüler, Freunde. Es wird ziemlich, ziemlich crazy, denn ja, arm trifft auf reich und wie dieser Schultag sein wird, wird ziemlich nice sein, Leute. Wenn ihr das Ganze feiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert unbedingt die Glocke, Leute, und wenn ihr auch auf jeden Fall in der Schule seid, dann teilt das Video doch mit eurem Schulkameraden, damit ihr seht, wie das Ganze funktioniert, Freunde. Wird ziemlich nice und deswegen Daumen hoch und viel Spaß mit dieser coolen Folge. Oh, Leute. Oh Gott, ich bin gerade aufgewacht. Oh Gott, ist das... Sir, aufwachen. Ja, so, guten Morgen. Champagnerfrühstück. Guten Morgen, guten Morgen, Sir. James. Yeah. Guten Morgen, Dankeschön, auf jeden Fall lecker. Oh Gott, guten Morgen. Oh, was steht heute an, James? Also, habe ich Sir, heute noch... Sir, Sie müssen heute in die Schule gehen. Oh, yeah. Nö. Ja. Ihr Vater hat Sie in eine neue Schule angemeldet, weil Sie von der Privatschule wieder runtergeflogen sind. Ja, aber James, Sie wissen doch, wie er ist, Mann. Kann man nicht irgendwas machen? Ist es okay? Also, wann muss ich da hin? Wie viel Uhr? Jetzt gleich, aber machen Sie sich ja, ich mache mich erstmal frisch, ja? Leute. Also ich kann, genau. Ja, ich nehme mir kurz einen Jacuzzi, ja, in 5 Minuten Jacuzzi. Ich werde das Kaviar-Frühstück bereit machen. Okay, machen Sie unten schon mal Frühstück, ja. Ey, Leute, ich muss nämlich heute zur Schule. Guckt euch mal an, erstmal schön nach dem Aufstehen schön in den Jacuzzi. Ich sag euch ehrlich, wieso auch nicht. Schön erstmal ein bisschen, auch mal ein bisschen aufwärmen, Freunde. Schön mit dem Pyjama rein, Leute. Weil ich sag euch ehrlich, ich bin ziemlich wohlhabend, meine lieben Freunde. Freunde, das heißt, wir haben auch hier einen schönen Parfüm. Was nehmen wir? Welchen nehmen wir? Casse de Lacht. Wir nehmen den da, Leute. So, einmal ein bisschen mich frisch machen. Alles drum und dran. Ja, dann gehen wir gleich schön in meinen Umkleideraum, Leute. Denn ich sag euch ehrlich, es ist nicht einfach, reich zu sein, ne? Ich habe so viele Klamotten. Ich weiß gar nicht, was ich heute anziehen werde, Freunde. Das ist auf jeden Fall nicht so einfach, weil ich habe einen eigenen Raum nur für meine Klamotten, Leute. Oh, guck mal hier, mein Schmuck. Leute, Rolex, hier eine AP, hier haben wir ein bisschen so, guck mal, hier seht ihr, wie viel mein Schmuck so kostet, die Ringe sind so bei 10.000, ein Ring, das ist sehr gut, Leute, aber ich würde einfach sagen, ich brauche heute was Hippiges, was Schönes, Leute, ein bisschen eleganter, deswegen ziehe ich mich erstmal um für die Schule, nehmen wir jetzt hier, so, perfekt. So, Leute, ich habe mir hier so ein, ja, so ein bisschen grünlich, ich habe hier was von Gucci angezogen, bisschen was von Dinger, bisschen auch schlichter, Leute, auch Business Classy, ich bin ja ein bisschen hippiger, Leute, so. Wir haben auf jeden Fall unser Umkleideraum fertig. Wir gehen jetzt erstmal runter. Ich glaube, es gibt jetzt Frühstück, Freunde. Aber ihr seht, das hier ist mein Klavierbereich, mein Lounge-Area. Hier chill ich auch mal. Da habe ich noch einen Balkon. Dann habe ich hier so meine Geschäfte, Leute. Und ich sag euch ehrlich, ich nehme jetzt auch noch ein bisschen Geld mit, Freunde. So, wir haben nämlich hier immer Geld rumliegen. So ist es halt als reicher Schüler, Leute. Ich sag euch ehrlich, klar... Schule macht keinen Spaß, aber reich sein macht Spaß. Wir können auch noch Pool oder Billard spielen gehen. Oha, was? Was Sir, ist? Sir, ich wusste nicht, was Sie wollen. Deswegen habe ich Ihnen McDonald's und Burger King geholt. Sie könnten sich entscheiden. Also ja. Ich sag so, Leute, das ist ja Luxus. Ich nehme den Burger, danke. Gerne. Okay, das ist sehr geiles Frühstück. Also das ist ein Traum. Ja, begleitest du mich in die Schule, ja? Natürlich, wie jeden Morgen, Sir. Ich werde Sie eskortieren, ja. Okay, dann würde ich einfach sagen, gehen wir zur Garage, oder? Ja, mit welchem Fahrzeug wollen Sie fahren, Sir? Oh, ich weiß noch gar nicht, mit was ich fahre. So, hier ist auch noch ein bisschen dreckig. Also, ich würde... Oh, das sind noch die anderen Securities. Guck mal, was ich für Autos habe. Rolls-Royce Chrome Edition, eine G-Klasse. Ein dickes Ding. Ein Bentley, ein pinker Bentley geht gar nicht jetzt gerade. Der Rolls-Royce ist vielleicht ein bisschen zu viel. Ein Sportwagen. Ja, die G-Klasse ist gut. Parken Sie mal sie raus, bitte, ja, Jamesy? Ja, gerne. Ich glaub, ich hätte sie jetzt auch eskortiert mit der G-Klasse, wenn Sie ein anderes Auto fahren wollen, ja? Nee, ich...
Ja, ich sag... Sie können auch den Lambo fahren und ich beschütze sie mit der G-Klasse. Also ich sag Ihnen ehrlich, ich bin heute zu faul, ich bin noch müde zum Fahren. Ich park den Bentley kurz vor, fahren Sie vor, ich würde da gerne heute einfach mal chillen. Ich habe noch... James, aber wegen den Hausaufgaben, ne? Ich glaube, wir hatten sogar heute noch... Stimmt, wegen der Einschulung hatten wir so einen Vorbereitungstest. Ich habe den nicht gemacht. Können wir schnell jemanden bezahlen, der mir das schnell die Lösungen schickt? Weißt du, wie ich meine? Natürlich, Sir, yeah. Ja. Natürlich, ja, okay. Okay, dann... Ich muss hier die Straße einmal... Ja, sichern Sie einmal bitte die Straße und auf geht's, machen Sie auch bitte die Massage sitze an, ja, und Sitzheizung, mir ist kalt ein bisschen, ja. Natürlich alles. Okay, danke schön, ja, dann fahren Sie zur Schule, ich bin echt gespannt, was da für eine Schule ist und ja, ich kaufe mir noch schnell den Einstiegstest, Leute, das ist auch wichtig, ne, das ist ja gut direkt, ja, da, abkassieren bei den Noten, Leute, aber jetzt geht's erstmal los zur Schule. Oh, sind wir schon da? Ja, Sir, wir sind angekommen. Aber stopp, sitze bleiben. So, sitze bleiben im Fahrzeug. Ja. Bereich wird gesichert. Alles Bereich gut. Wird gesichert. So, sofort weg, sofort weg. Mögliche Attentäter, check, check. Okay. Check, check. Mögliche Attentäter auf 10 Uhr. Okay. Okay, alles sicher, ja. Okay, ja, aber ey, die Schule ist, das ist ja eine ganz normale. Ich dachte, ich gehe auf eine Privatschule, Mann. Nein. Hör mir zu, Junge. Dein Vater, der war echt sauer, als du letztes Mal die Privatschule wieder verkackt hast. Ja, aber... Das kostet 100.000 pro Woche, die Privatschule, und du schreibst trotzdem schlechte Noten da. Ja, aber... Ja, okay, dann gehen wir rein, aber... Das ist ja so schäbig hier. Obwohl, geht eigentlich, ist okay, ne? Okay, ich muss den Bereich sichern. Weißt du, in welchen Raum ich überhaupt muss? Hast du die Hausaufgaben auch dabei? Ja, natürlich, Hausaufgaben habe ich schon organisiert. Okay, wichtig, ja. So, okay. Hier ist dein Klassenzimmer, Junge. Ist ja noch keiner da, wann fängt der Unterricht an? Ja, der Unterricht startet gleich. Einmal bitte hier mitkommen. Aber so, dein Tisch ist ja da hinten, ja? Du hast sogar eine extra Computer gebaut bekommen, ja? Kannst du mir auch so einen Bereich absperren, damit mich keiner stört? So, weißt selbstverständlich. Ich hier, einmal bitte hier platzieren. Ja, platzieren Sie sich hier. Ich werde jetzt hier Barrieren aufbauen. Ja, das wäre echt super, Mann, weil ich habe gar keine Lust auf Mitschüler. Ja, natürlich. Yeah. Genau so. Wir gucken da schon. Oh, sie haben hier alles abgesichert. Sehr, sehr gut. Ja, Sir, natürlich. Können wir auch hier ein bisschen den Privatbereich ein bisschen füllen mit ein paar coolen Sachen? So, keine Ahnung. Oh, die Lehrerin ist sogar schon da. Die müssen sich jetzt konzentrieren, Junge. Ja, der Unterricht fängt ja gleich an. Ich kann Ihnen sagen, ich von Ihrem Vater. Er hat mir gesagt, wenn Sie wieder Schule verkacken... Er wird sie enterben, ja? Ja, alles gut. Aber guck mal, ich habe hier noch eine kleine Liste gemacht. Könntest du mir das alles hier jetzt noch besorgen? Was ist das denn? Ja, ein paar Sachen, damit es mir hier besser geht im Klassenzimmer. Und dann würde ich einfach sagen, dass du hier irgendwo dich in der Ecke positionierst und schön aufpasst, dass alles sicher bleibt, ja? Okay, so mach das alles ganz kurz. Warte, ich werde kurz die Lehrerin bestechen, damit sie dir bessere Noten gibt. Bevor der Unterricht anfängt, bevor jemand da ist, ja, vielleicht ein bisschen Geld, Ihr Vater hat mir jeden Tag ein Budget von 100.000 gegeben, um Lehrer zu bezahlen. Okay, gehen Sie vor. Ey, Leute, guckt euch an, mein Security geht einfach vor zur Lehrerin, um sie zu bestechen. Leute, so macht ihr Schule Spaß. Ich habe im Klassenzimmer einfach den ganzen Bereich abgesperrt. Guck mal, rede da mit ihr gerade. So, Mrs. Müller. Sie waren doch bestimmt schon lange nicht mehr im Urlaub gewesen. Oh mein Gott. Woher wissen Sie das? Ja, das sind schwierige Zeiten aktuell, ne? Wie würden 100.000 aussehen, wenn der Junge das halbe Jahr jetzt hier eine 1 immer bekommt, ne? Hey, das ist doch illegal, das kann ich nicht machen. Gott. Hören Sie mal zu, das sind 100.000 Bar direkt auf die Hand. Nehmen Sie das Geld. Ich werde das Geld niemals annehmen. Was? Sie lassen mir keine andere Wahl. Nehmen Sie das Geld an. Oh, bedroht Sie. Nein, niemals. Das tut mir leid für Sie. Oh! So, geben Sie den Jungen alleine 1 oder wir haben ein Problem. Ja, Sie wissen nicht, mit wem Sie sich hier anlegen. Das ist der Junge, der Sohn von der mächtigsten Familie in Los Santos. Ich glaube, sie ist Knockout gegangen. Ja, okay, er kriegt eine 1. Dankeschön. So, geht doch. Okay, Leute, super. Wir können jetzt weiter kurz chillen und dann ist alles Junge, in Ordnung. Okay, Junge, warte, ich track dir jetzt hier überall eine 1 ein. Ja. Wir haben ja die Erlaubnis bekommen. Ja, ich würde noch gerne die anderen Schüler sehen und so. Tragen Sie schon mal ein und dann ist alles perfekt. Aber James, ich brauche Sie hier hinten 1. Jetzt noch als Security, ja? Mir geht's sonst nicht gut. Hausaufgabencontroller 1. Genau, okay. Alles. Einmal bitte als Security hinstellen, so. Und besorgen Sie mir noch die ganzen Sachen, damit es mir hier besser geht, ja? Okay, ja, danke schön. Ich will dich schnell besorgen. So, let's go, Leute. Endlich. Oh, ey, Mann, jetzt werde ich hier schon wieder geweckt, ey. Oh, Max. So. Ja, Max. Was ist denn?
Ja. Du hast nur ein paar Socken übrig, Junge. Nein, du kriegst nichts von meinen Socken, ey. Junge! Werner, jetzt stress mich nicht. Du kriegst nichts von meinen Socken. Ich muss jetzt zur Schule gleich erstmal. Die Fahrschule nicht schon vor. Musstest du nicht schon bald los? Ja, Leute, ich bin schon wieder zu spät, weil mein Wecker sogar kaputt ist. Ey, Leute, ich bin richtig arm hier. Ich muss sogar mit dem Werner hier zusammen wohnen. Maxi! Ja, was ist denn, Werner? Ja, wir haben gar kein Essen. Oh, wie, hast du schon wieder alles leer gefuttert? Aber das ist verschimmelt. Oh, das ist ja echt verschimmelt, aber Leute. Aber guck mal, die Brotscheibe kann man doch essen. Wirklich, ess doch mal. Nein, ich esse das hier nicht, den Müll. Warte mal, ich guck mal, ob hier noch irgendwas in den Schränken drin ist. Nein, da ist auch nichts mehr. Und bei der Dusche ist das Warmwasser weg. Wie? Jetzt kann ich mich nicht mal mehr warm duschen, oder was? Ist kalt, wenn dann... Junge. Och, Leute, ich hasse das hier. Guckt euch mal an, wie das Bad allein aussieht. Ey, Mann, ich hab gar kein Geld, um allein zu wohnen. Ich muss hier mit Werner zusammenleben. So, sollen wir zusammen Zähne putzen? Ja, warte. Oh nein, Leute. Die Zahnpasta ist ja auch leer, seht ihr das? Ich kann mir nicht mal die Zähne putzen. Lass uns Seife nehmen. Nein, ich putze meine Zähne nicht mit Seife, ey. Ich muss jetzt zur Schule los, ey. Mann, ey, Leute, guckt euch mal hier um. Uns geht's gar nicht gut. Wir sind richtig arm hier. So, komm, gehen wir mal zur Schule. Och, Mann, ey. Werner, was machst du denn? Du musst nicht mit zur Schule. Ja, ich weiß, aber ich dachte, das ist der erste Schultag. Du kannst das Auto nehmen. Danke, ich glaube, ich fahre dann doch lieber mit dem Bus als mit dem Ding. Hast du etwa Geld für ein Busticket? Oh nein, Leute, stimmt, ich habe nicht mal Geld für einen Bus, ich bin total arm. Oh Leute, mit dem Rostauto. Stark, Ding, mal gucken, ob's angeht. Leute, damit werde ich bestimmt voll ausgelacht da bei der Schule mit der Rostlaube. Und geht's? Ja, springt an, aber irgendwie stottert er hier so ein bisschen rum, Ding. Bleib mal kurz stehen, du musst einmal nochmal außen anmachen. Nochmal außen anmachen. Warte mal, machen wir. Ja. Zack, einmal neu starten. So. Jetzt springt das Ding ist das Ding angesprungen. Sehr gut. Danke. Oh, Leute, okay, wir fahren jetzt mal auf dem Weg. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Schule. Wir haben nicht mal Geld für ein Busticket, deswegen müssen wir hier das alte Auto von Werner nehmen. Aber ist ja korrekt, dass er uns das überhaupt gibt. Ich hoffe nur, dass die anderen mich jetzt nicht sehen, wenn ich so zur Schule fahre, Leute. Gar keinen Bock da drauf. Leute, was denn jetzt los? Der Wagen ist liegen geblieben. Hä, da läuft Sprit aus. Seht ihr das hier unten? Ey, was denn damit jetzt los? Hä? Leute, da läuft Benzin aus. Nein, nein, nein. Jetzt komme ich auch noch zu spät zur Schule. Ey, komm bitte, bitte jetzt nicht. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit dafür. Was ist denn da unten los, Leute? Ist das echt Benzin? Ist das echt Benzin oder ist das nur Wasser? Wir testen das mal. Oh mein Gott, das ganze Ding brennt. Das ist wirklich Benzin, was da ausläuft. Oh nein, ey. Okay, jetzt muss ich auch noch zur Schule laufen, Leute. Das ist ja gar nicht gut hier. Ey, hallo, kann mich hier jemand mitnehmen? Per Anhalter, bitte. Okay, Leute, irgendwie niemand nimmt mich mit. Okay, wir müssen uns jetzt beeilen, damit wir noch rechtzeitig zum Unterricht kommen, Leute. Let's go. Hey, Leute, der Unterricht ist im vollen Gange. Wir haben auf jeden Fall ein paar Mitschüler, aber ich glaube, unsere Security hat dafür gesorgt, dass die Klasse auf keinen Fall voll ist. Und guck mal, ich habe sogar ein Bild. Tut mir leid, Frau Lehrerin. Mein Auto ist leider kaputt gegangen. Tut mir leid für die Verspätung. Maxi, schon wieder zu spät hier. Ja, das gibt direkt erstmal eine 6. Ich kann doch nichts dafür. Ich kann Ihnen das beweisen, dass mein Auto kaputt gegangen ist. Ich habe halt nicht so viel Geld. Geben Sie sich mal ein Beispiel von unserem neuen Mitschüler, ja? Ja, Leute, das bin ich. Guck mal mich hinten an hier mit Billardtisch, Geld. Was ist das denn? Hallo? Sorry, hier ist der Bereich abgesperrt, ne? Also du könntest dich nur hier vor den Zaun setzen, ja. Also, gehört dir das halbe Klassenzimmer, oder ja, was? Ja, ist mein Klassenzimmer jetzt, ja. Warum hast du denn da Geld und einen Billardtisch und alles und einen Gaming-PC? Ja, wenn ich zocken will und wenn ich ein bisschen Billard spielen will und Geld ist halt, weil ich Geld habe, okay? Junge, wie unfair ist das denn? Wir müssen hier Hausaufgaben machen und schreiben und du kannst hier Fortnite zocken. Frau Lehrerin, können Sie mal hier den Herrn mal hinsetzen lassen? Weil, Hey, Crimex, sofort auf Ihren Platz! Wir sehen uns in der Pause nochmal, Junge. Ja, wir sehen uns in der Pause. Gut, Frau Lehrerin. So, Leute, guck mal, wie der Unterricht abgeht. Ich kann hier ein bisschen Billard spielen. Nächstes möchte ich einmal unseren neuen Mitschüler Russik nach vorne rufen. Oha, ich muss vorne die Tafel. Ja, okay. Ich komme. Kommen Sie vor. Okay, hallo. Ja, hallo.
Du, Russik. Ja? Danke für die großzügige Spende. Gerne, so, gerne, Russik, gerne. Sie gerne. Kriegen jetzt eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Aha. Wenn Sie die lösen, bekommen Sie 3 Einsen eingetragen. 3 auf einmal? Was? 3 auf einmal, weil die Aufgabe so schwer ist. Okay, okay. So. Ja, Frau Lehrerin, also. Bevor ich anfange, sehen Sie das in meinem Kopf? Oh, oh, oh. Ich legen Sie es einfach da. Ja, okay, okay, genau. Ich würde einfach, genau. Leute, wir haben hier kurz einen kleinen Batzen zugeschoben. Ja. Das ist eine Aufgabe, da bin ich mir sicher, die weiß hier keiner. Das können wir mal in die Menge fragen. Was ist 2 plus 3? Das weiß ich doch. Hier. Keiner meldet sich, keiner scheint es zu wissen. Hallo, ich melde mich doch hier. Fünf. Schade, niemand hat es gewusst. Nur Russik, mein Lieblingsschüler. Ja, Russik, du bekommst 3 Einsen. Du kannst dich wieder hinsetzen. Oh mein Gott, 3 Einsen haben wir bekommen. So, wir laufen wieder. Ich hasse dich, Russik. Ey, Maxi, komm lieber nächstes Mal pünktlich in den Unterricht, ne? Hättest du eine Rolex an wie ich, dann würdest du auch pünktlich kommen. Leute, guck mal, wir sind reich einfach als hier. Als nächstes machen wir weiter mit, lass mich mal überlegen, Max. Warum ich denn? Oh, guck mal, Max hat aufgerufen. Ey, Max, also, vor. Er tut mir schon ein bisschen leid, Leute, aber was soll ich denn machen? Mal gucken. Oh, Max, jetzt kriegen Sie mal auch eine sehr einfache Aufgabe, damit selbst Sie das geregelt kriegen. Was ist die 311. Wurzel von 37 was? Milliarden? Oh, das weiß ich nicht. Was ist das für eine, okay, er weiß ja. Das ist doch total schwer. Ich will auch sowas wie 2 plus 3 machen. So, Sie geben hier nicht die Aufgaben. 3, 2, 1. Ich weiß es nicht. So, setzen Sie sich wieder hin. 6, 3, 6. Oh, was? Ey, was ist das? Das ist voll unfair. Nur weil der da hinten Ihnen Geld gibt. Ey, nee, gar nicht. Das ist eine Lüge. So, üble Nachrede. Jetzt kriegen Sie noch eine Anzeige. Und einmal bitte hier zum Direktor schicke ich Sie. So, oh, Mann, ey, ich hasse euch alle. Oha, der ist richtig sauer. Pack ich mir noch. Alter, der ist richtig sauer, dieser Schüler, Leute. Ich sag euch, ey, ich kann ja auch nichts dafür, dass es im Klassenzimmer gut ist, Leute. Aber ich würde sagen, wir warten, bis der Unterricht vorbei ist. Und dann geht's ja auch schon ab in die Pause. Oh, Leute, jetzt ist Pause. Und mein Security ist auf jeden Fall so mit am Start. Mein Freund, ich würde dich lieber... Du hast gerade ganz schön große Klappe gehabt im Unterricht. Ja, ne? Guck mal, ja, wir lassen ihn einfach. Komm mit, wir gehen einfach. Ey, lass der Risik in Ruhe, ja? Also ich sag dir ehrlich, Maxi, also alles gut, aber pass lieber... Was macht der ohne seinen Sicherheitsmann? Oh Gott, ey, so, warte mal. Hey, ehrlich. Au! Au, okay, was willst du, kannst Mann? Du gleich mal den Mülleimer fressen hier. Alter, ich wurde noch nie gemobbt, Mann. Wirklich. Nicht in die Mülltonne bekommen. Nein, ich hab mich wirklich nicht lustig gemacht. Mach meinen Kopf raus, bitte. So. Bitte. Ja. Ey, hör auf, ich will. Was sollte das gerade im Unterricht? Was denn? Ja, du hast mich total ausgelacht und hier dumm angemacht und so und feierst dich da, weil du hinten dein Geld hast. Nein, du hast es wirklich falsch verstanden. Ich hab dich nicht ausgelacht, ehrlich. Was ist das denn? Bitte lass es, was denn? Warte mal, was hab ich hier? Gott, ich hab 5 Sterne bekommen. Weil du mich schlägst auch, Alter. Was denkst du dir, was du machst, Mann? Warum krieg ich denn 5 Sterne, wenn ich dich schlag? Was ist das denn? Ja, weil wenn mein Security am Boden liegt, dann wird die Polizei alarmiert. Oh, nein, ich muss abhauen, ich muss... Ey, warte. Oh, du wirst in den Knast kommen, Mann. Ist mir egal, ich will abhauen. Ey, nicht mit meinem Auto! Hallo! Ist egal, ich komm schon in den Knast. Nein! Ey, du steigst. Oh mein Gott, jetzt hab ich auch 5 Sterne wegen dir! Ey! Das ist meine. Meine G-Klasse! Fahr vorsichtig! Was war. Oh mein Gott, Leute, guck mal an, was passiert, wenn die Leute mich schlagen, Leute, mit Security, oh mein Gott! Ja, du hast mich auch entführt gerade! Oh, hä, was für ein Viertel, du bist freiwillig eingestiegen. Ja, aber das du reicher Schnösel. Ey, ich wollte mal die G-Klasse haben. Junge, steig aus, der Wagen gehört jetzt mir. Nein, der gehört nicht dir.
Das ist mein Wagen, haben wir uns verstanden? Oh mein Gott, wie viel Polizei, was habe ich schon hier erlebt? Ich kann nicht ins Gefängnis, ich bin zu jung. Oh Gott, ich hab sowas noch nie. Oh mein Gott, guck mal, was vor uns ist! Was ist vor uns? Oh mein Gott! Alter, kannst du bitte vorsichtiger vor. Ich sollte auf die Straße schauen. Oh mein Gott, schau auf die Straße, Mann, fahr vorsichtiger, Mann! Alter, die Gegner sind jetzt gepanzert zum Glück, Mann. So, wir haben. Oh mein Gott, die schießt einfach, ich bin hier hinten drin, wissen die das nicht? Gott sei Dank haben wir eine gepanzerte Gegner. Alter, Gott sei Dank, was für Gott sei Dank, hättest du mich nicht geschlagen, wäre das alles nicht mal passiert, Mann. Ja, Junge, hättest du mich hier nicht so gemobbt, weil ich kein Geld habe. Ich hab dich nicht gemobbt, ich fand's nur lustig, dass, keine Ahnung, ich habe eine 1 bekommen und du eine 6. Man lacht doch nicht die Leute aus, nur weil die kein Geld haben. Ja, das hat nichts mit dem Geld zu tun, ich fand's aber lustig, dass du so eine schwere Frage bekommen hast. Die Lernerin war ja eh komisch. Super lustig. Oh Gott, kannst du mal bitte vernünftig fahren, sonst gehen wir hier drauf. Deine G-Klasse ist totaler Müll hier. Oh mein Gott, du musst damit, fahr einfach damit Offroad, Bro. Damit das ist die einzige Chance zu entkommen, Mann. Ja, wo Offroad? Das sind ja normale Straßen. Ja, keine Ahnung, fahr irgendwo nach rechts oder so. Alter, ich werd bestimmt gesucht und so alles drum und dran. Oh Gott, aus oh dem Gott. Weg, Junge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh, das war's. Jetzt gehen wir Offroad, das ist die einzige Chance. Ja, Offroad, wow. Fahr weiter Offroad, links, jetzt weg. Oh Gott, wir schaffen das. Wow, ja. Yippie. Wow. Oh mein Gott. Alter. Fahr Offroad, da rein. Ja, hinter die Bäume. Genau, weiter. Der ist aber noch an uns dran, der Edi ist ja, an uns die müssen, dran. Ja, die müssen weggehen. Jawohl! Guter Sprung. Oh mein Gott! Wow! Alter! Was ist eine Landung? Immer noch an uns dran. Oh Gott, wir müssen hier wegkommen. Pack hier da rechts unten zum Fluss, da unter der Brücke müssen wir uns verstecken, Mann. Ja, das ist gut. Das ist die Chance, Mann. Fahr vorsichtig, schnell. Hier unter der Brücke verstecken, da sehen uns die Helis nicht mehr. Die Bäume verdecken alles. Okay, versteck dich. Bleib stehen. Alter, die ziehen ab, Mann. Oh, ich muss sagen, das war echt eine gute Idee von dir. Du bist ja gar nicht so dumm, wie ich dachte. Alter, guck mal an, wie wir aussehen, Mann. Aber irgendwie hat das Spaß gemacht. Ich hatte schon lange nicht mehr so viel Spaß, Mann. Ja, war eigentlich schon echt ganz lustig. Aber eigentlich wäre die Pause jetzt rum und die Schule würde weitergehen. Lass einfach zusammen Schule schwänzen. Hab ich noch nie gemacht, Mann. Aber ja, weißt du was? Ich hab mir Tests gekauft. Das war dann wiederum Gutes. Aber weißt du, was wir machen können? Was ist passiert? Wartet mal, Leute. Bin ich das gerade? Und was mache ich hier? Alter, warum sehe ich so aus, Leute? Und warum stinke ich und... Leute, ich verstehe gerade gar nichts, Leute. Irgendwas Komisches ist passiert. Ich wollte eigentlich heute ganz normal als Paul Berger ein Video drehen. Und plötzlich bin ich hier und es stinkt alles und ich liege hier und... Was ist das hier? Wartet mal, wir fragen mal den Kerl da. Ja, Entschuldigung, was geht? Rede so mit deinem Vater so, Jimmy. Du bist mein Vater? Ja. Mein Name ist Jimmy? Ey, Leute, wir sind... Paps, was passiert, Alter? Was muss ich machen? Ich muss zur Schule, glaube ich. Ja, fach, scheiße, Schule ist unwichtig. Was? Schule ist unwichtig? Ja, immer Arbeit und kauf deinem alten Papierchen. Ich soll arbeiten gehen und dir Papierchen kaufen? Richtig. Bitte, bring mich zur Schule, bitte. Nein. Aber gehst mir auch mal Bier holen, hast du gehört? Alter, Leute, wo bin ich gelandet? Ich bin plötzlich irgendwie ein armer Junge. Ich muss zur Schule. Mein Vater will nicht, dass ich zur Schule gehe, sondern für ihn Bier hole. Leute, lasst auf jeden Fall ein dickes Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, denn ich glaube, heute kommt ein krasses Abenteuer auf uns zu. Alter, fährt dieses Auto überhaupt? Was ist das überhaupt für eine Kiste? Alter, wie das stinkt. Oh mein Gott, Leute, das stinkt nach Verwesung. Alter, der fährt kaum. Alter, Leute. Oh mein Gott. Ich glaube, mein Vater ist betrunken, Leute. Wenn das mein Vater ist, Leute, was ist passiert? Wieso bin ich plötzlich ein armer Junge? Und wieso fährt... wie viel Uhr ist überhaupt? Ich weiß es nicht. Oh, pass auf! Alter, der baut fast Unfall. Oh nein. Hat er jetzt einen Unfall gebaut, Leute? Ey, der ist echt nicht normal. Ey, fahr einfach zurück und lass weiterfahren, Alter! Alter, Papa! Es raucht, Mann! Oha, Leute, ich glaube, das Auto geht gleich in die Luft. Ey, Papa, du musst was tun. Holen, Rottlöffel. Jimmy, geh im Bus holen. Wie im Bus holen? Warte mal.
Egal. Okay. Weiter geht's. Wie, Papa, ich soll Bus holen? Alter, oh mein Gott, das Auto ist explodiert, Leute. Ey, Leute, mein Vater dreht komplett durch. Der wurde auch gerade einfach angefahren und ich muss zur Schule, Leute. Ich will nicht mehr der arme Junge sein, Leute. Wir werden heute als armer Junge, wie es aussieht, spielen, aber wir versuchen uns hochzuarbeiten, Freunde. Und ich glaube, da vorne ist eine Bushaltestelle. Ich gehe jetzt einfach zur Bushaltestelle und hoffe, dass der Bus gleich kommt, Freunde. So, da bist der kleine Junge. Jo, was geht, Kleiner? Ey, der sieht aus wie ich, als ich noch Geld hatte, Freunde. Wer bist denn du? Jimmy bin ich, Alter. Wieso hast du denn Löcher da bei deinem T-Shirt? Ja, Jimmy, Kleiner, ich kann mir halt noch nicht ein T-Shirt leisten. Was soll ich machen, Mann? Ey, hast Leute, du das von Gucci? Ey, was für Gucci? Ich bin froh, wenn ich überhaupt ein Ticket für einen Bus habe, mein Freundchen. Alter. Ey, Digga, wie geht der mit mir um? Herr Busfahrer. Avenue-Straße. 27. Herr Busfahrer! Bitte oh nein, will er mich verpfeifen oder was? Herr wenn der Kleine mich jetzt verpfeift, dass ich kein Ticket habe, Leute, dann sind wir am. Ja, wir sind dann hops. Herr Busfahrer! Ja, kannst du mal ey, Kleiner, entspann dich, hey, entspann dich, Kleiner. Wer hat denn hier die Fahrt genießen? Ey, das stinkt! Das muss ich mir mal genau angucken. Was? Er sagt, ich habe kein Ticket und ich stink. Nein, Leute. Du steigst jetzt hier sofort aus, Kleiner. Ey, entschuldigung. Zeig mir mal dein Fahrticket. Ich hab Soße vergessen, Leute. Aber morgen hab ich's wirklich dabei. Alles gut, bitte. Glauben Sie mir. Glauben Sie mir. Ein Betrüger. Nein, morgen hab ich wirklich mein Ticket dabei. Alles gut. Naja, dann kannst du ja morgen fahren. Heute darf ich dich dann nicht mitnehmen. Aber ich muss zur Schule, ich muss zur Schule. Hallo, warten Sie. Naja, du kannst ja auch andere Pläne. Nein, oder? Sie können mich doch nicht hier lassen. Nein! Nein! Ey, Leute, was ist das für ein Schicksalsschlag? Ich bin ein armer Junge, ich habe kein Geld in der Tasche, ich komme nicht mal zur Schule, ich muss jetzt den Rest laufen, Leute. Und ich sag euch ehrlich, in 20 Minuten beginnt der Unterricht und wenn ich zur Schule laufe, Leute, ich bin kaputt. Ich schaffe es niemals pünktlich, aber ich gebe jetzt mein Bestes, Leute, ich will was aus mir machen. Los geht's, renn da ganz schnell hin. 2 Stunden später. Ah, Leute, ich kann wirklich nicht mehr. Ich gebe gerade mein allerbestes, um irgendwie anzukommen. Aber ich bin so kaputt, Leute. Ich bin den ganzen Weg gesprintet. Ich kann einfach nicht mehr, Leute. Guck mal, wie ich laufe, Alter. Der arme Junge, der kann nicht mehr. Der packt sich schon richtig. Ey, Leute, irgendwas ist schief. Aber wir gehen jetzt einfach zur Schule. Und ich hoffe, ab da wird alles wieder gut. Wir passen jetzt im Unterricht auf, bilden uns, kriegen einen guten Job und werden einfach wieder ein reicher Junge. Und alles wird gut sein. Wir holen uns aus diesem Dreck raus. Los, Leute. Welches Zimmer ist überhaupt meins? Hier, das hier? Ja, Susi. Also, okay, das war ein Daumen. Ja. War die Antwort richtig? Ja, da hast du komplett. Warte mal ganz kurz. Jimmy? Ja, Herr Lehrer. Jimmy, antreten. Ja, ich bin so kaputt. Da ist der andere aus dem Bus. Ey, mach, geh mal beiseite jetzt, ey. Jimmy? Ja, ich. Komm sofort her. Ich hatte eine Karte. Warst du? Ich hatte. Der Bus habe ich verpasst. Ja, verschlafen. Tut mir leid. Der Bus auch verschlafen. Ja, es tut mir wirklich leid, ey. Ey, das passiert, Jimmy. Weißt du, was auch passiert? 6. Alter, der gibt mir einfach eine 6, weil ich zu spät bin. Egal. Ja, bitte. Alles gut. Mir ist echt schlecht. Mir ist wirklich sehr schlecht. Darf ich gehen? Ja, natürlich, meine Liebe. Hä? Lehrer, warum? Ja, ist kein Problem. Geh ruhig. Soll ich sagen, aber warum? Warum? Weil Jimmy jetzt im Klassenzimmer ist und er stinkt einfach so sehr. Ich will Jimmy, nicht mehr. Jimmy, gib wieder nach oben links in die Ecke. Alter, die schiebt mich in die Ecke, Leute, weil ich stinke. Was? Lehrer. Alter, ja, was geht denn hier ab, Mann? Ich muss mich entschuldigen, ich bin zu spät gekommen wegen Jimmy. Der hat mich geschlagen vorher. Ach so, ja. Jimmy, stimmt das? Nein, stimmt nicht. Ja, also doch, alles klar, lügen tust du auch noch. Gut, das gibt heute Nachsitzen, 2 Stunden. Ey, wie behandeln die mich, Freunde? Ich bin einfach ein armer... Mach deinem Papa noch einen schönen Gruß, ja? Danke für die Spende an der Schule. Ja, gerne, nächstes Mal gibt's... Alter, was ist denn hier los, Leute? Egal, hoffentlich wird der Unterricht normal sein. Entschuldigung, kann ich bei irgendjemandem mit ins Buch schauen? Ich habe mein Buch vergessen. Du hast vergessen. Kein Buch dabei, schon wieder kein Buch die dabei. Haben alle Bücher. Ich habe kein Buch dabei. Kann ich vielleicht bei jemandem reinschauen? Nein, das reicht. Jimmy, das reicht. Das kann nicht jeder sich um dich kümmern. Ja, du musst mal selber auch mal ein bisschen was hinkriegen. Weißt du was, Jimmy? Das macht keinen Sinn mit dir. Verlass meinen Unterricht. Ja, nur weil ich kein Buch habe. Ich kann es mir halt nicht leisten. Verlass meinen Unterricht. Ich will es mir doch ausleihen, dann leihen Sie mir ein Buch aus. Alter, ich werde gerade aus dem Unterricht rausgeworfen, Leute, weil ich mein Buch nicht dabei habe, Leute. Hey, was ist das denn, Freunde? Kennt ihr diese Lehrer, die wegen einem Buch so Faxen machen, Leute? Damals in der Schule immer. Du hast kein Buch dabei. Alter, ist doch egal, dann gucke ich bei meinem Nachbarn rein. Aber ich habe keine Nachbarn gehabt, Leute. Ich wurde einfach gerade von der Schule rausgeworfen.
Und ich sag euch ehrlich, ich habe so einen Hunger. Ich will jetzt einfach was essen, Freunde. Und ich habe einfach kein Geld, Freunde. Ich muss mir irgendwas zu essen besorgen. Ich frag jetzt einfach, ich frag einfach, ob mir jemand Essen gibt, Freunde. Was soll ich denn machen? Ey, Leute, ich kann einfach nicht mehr. Ich bin gerade von der Schule jetzt hier hingelaufen, Leute. Meine Füße, alles tut weh. Ich bin einfach am Verhungern, Leute. Mein Bauch knurrt. Ich bin einfach nur ein armer kleiner Junge, der jetzt etwas zu essen will, Freunde. Der Tag ist schon richtig hart, Freunde. Ich hab auch keine Freunde, Leute. Ich muss gleich nach Hause oder so. Ich frag einfach gleich nach Essen, Leute. Es ist sehr unangenehm. Aber was soll ich machen, wenn ich Hunger habe? Okay, der eine ist vor mir. Ja. Schönen guten Tag, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich will einen Burger, aber ohne Gurken. Ein Burger ohne Gurken? Alles klar, wird Ihnen sofort gemacht. Kann ich ein bisschen Sodamilch dazu haben? Aber selbstverständlich. Ey, kann ich mich da nicht vor. Entschuldigung. Die Herren. Sie sind noch nicht an der Reihe, junger Mann. Ja. Ey, die lassen mich nicht vorbei. Eine Manier in die Jugend, ey. Hey. Möchten Sie noch etwas? Ja, ich würde auch noch... Ey, ganz kurz, bitte. Ich habe wirklich richtig Hunger. Ich habe kein Geld. Könnten Sie mir einen Burger schenken, bitte? Egal. Nicht Sie, bitte, einen Burger. Ich kann Ihnen leider keinen Burger machen. Ey, wie, ja, du Schnurrer, du. Geh mal wieder zurück, ey, da, wo du herkommst, Alter. Ich habe mit dem... Das ist ein kleiner Junge. Ich frage den kleinen... Entschuldigung, kleiner, kannst du mir einen Burger schenken? Kann mir jemand einen Burger schenken? Was möchtest du denn klar haben, kleiner Mann? 20 Bürger. Ja, du darfst dich hier bedienen. Lass mal den wie, er darf sich da bedienen? Kleiner Junge. Er schenkt ihm jetzt die Burger einfach? Was ist das denn? Komm, ich schenk dir einen Burger. Was, du schenkst mir einen Burger? Ja, okay, bitte, gib mir einen Burger. Bedienung. Ein Burger, ja. Bitte, ein Burger. Machen Sie, ja, aber für mich. Leute, das ist zu viel. Nein. Ey, Leute, ich habe einfach nichts zu essen bekommen. Das ist katastrophal. Warte mal, da hat jemand seinen Burger liegen lassen. Ich nehme jetzt einfach die Reste. Ich nehme jetzt einfach die Burgerreste, Leute. Oh, endlich was zu essen. Ich habe dir ausdrücklich gesagt, du sollst unser Restaurant verlassen. Weg hier, Leute, weg. Weg hier, Freunde. Ich habe einen Burger geklaut, Leute. Der ist zwar schon angebissen, aber wenigstens was zu essen. Ey, das reicht mir. Ich gehe jetzt ganz schnell nach Hause. Ich habe keine Lust mehr, Mann. Leute. Ich bin endlich zu Hause angekommen. Ich bin so kaputt. Ich habe den Burger aufgegessen. Ich bin wenigstens ein bisschen satt. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Kraft. Ich bin kaputt, Freunde. Ich bin einfach kaputt. Ich wünsche mir einfach, dass ich wieder reich bin und einfach ein reicher Junge werde. Ich wünsche mir einfach nur ein reiches Kind sein. Was? Leute, ich bin aufgewacht hier in einem... Ich sehe anders aus. Ich habe wieder einen Anzug an. Ich bin wieder reich, oder was? Leute, ich bin aufgewacht in einem Kinosaal. Hä, was passiert denn hier? Hummerchen. Hallo? Was sind Sie? Hi. Was sind Sie? Ich bin dein Nanny. Die Nanny? Oha, Alter. Guten Morgen, Bus. Guten Morgen, Bus. Du musst zur Schule. Okay, alles klar. Geh zur Schule machen. Ich hab alles vorbereitet für dich. Oh mein Gott, Leute, guckt es euch an. Ich werde gerade von dem Security von der Nanny zur Schule begleitet. Was geht denn ab, Leute? Es hat geklappt. Wir haben uns gewünscht, ein reicher Junge wieder zu sein. Und wir sind einfach wieder reich. Ja. Wo ist mein Schulbus? Wo ist mein Schulbus? Auf. Ja, keine Schulbus, da weiß ich. Guten Morgen, Senior Paul Berger. Guten Morgen, Alter. Wie heute? Sind Sie mein Chauffeur? Ich bin dein Chauffeur, wie jeden Tag. Oh mein Gott, ich hab mein Chauffeur, alles. Auf Wiedersehen, Danny, putzen Sie das Haus, ja? Guckt es euch an, ich sitze hier einfach richtig dick in einem fetten Auto und esse hier meinen Donut, Leute. Guck mal, ich esse da drinnen meinen Donut einfach, Freunde, und werde einfach zur Schule mit einem fetten Auto gebracht, Leute. Ey, wie nice ist das denn, Freunde? Das wollte ich schon die ganze Zeit. Ich bin jetzt echt gespannt, wie der Lehrer und so zu mir sind, Leute. Wir werden gleich den Unterschied sehen zwischen reich und arm. Und deswegen, Leute, lasst auf jeden Fall ein dickes Like da. Let's go zur Schule. Alter, Leute, als reicher Junge ist es einfach richtig, richtig nice, Mann. Ich sag euch, wie es ist, Mann. Es ist einfach richtig nice. Okay, Leute, wir sind jetzt in der Schule. Wartet mal, ey, der sieht aus, wie ich heute Morgen in meinem Traum war, Leute. Hey, was geht, Mann? Jo, was geht, Alter? Wie geht's? Jo, wieso? Alles? Wieso redest du mit mir, Mann? Ganz normal. Willst du meinen Donut? Hey, ich hab noch einen Donut von meinem Chauffeur. Nimm doch einen, komm. Nimm auch einen. Willst du mir einen Donut geben? Ja, nimm auch einen Donut, Alter. Alter, Mann, wieso? Wieso bist du so nett heute, Mann, Alter? Oha! Hä? Das ist voll cool, Digga. Hä, ich bin immer nett, oder nicht? Nein, du bist zu mir immer böse, Alter. Du mobbst mich die ganze Zeit. Wartet mal, Leute. Hey, was ist denn hier los? Alter, es ist auch Susie. Die waren auch vorne. Hallo. Ey, Jimmy, hey, du warst so böse zu mir.
Eigentlich mag ich dich, aber du warst echt böse zu mir und deshalb musst du mich hauen. Alter, lass Jimmy in Ruhe, Alter, was ist denn los mit dir? Aber er hat mich auch gehauen. Ist egal, Mann, wir akzeptieren ihn so, wie er ist, Mann. Jimmy, komm mit, Alter. Ja, ich akzeptiere ihn doch, aber er soll auch aufhören, mich zu hauen. Er haut dich nicht, Alter, du tust es immer nur einbinden. Ich weiß doch, wie du tickst. Komm, Jimmy, komm. Ey, Leute, ich sag euch ehrlich, wie es ist. Das ist Jimmy, der wir heute waren. Wir sind nur jetzt die reiche Version, Leute, die alles hat. Und davor waren wir die Arme. Ich bin jetzt echt gespannt, wie der Lehrer reagiert. Wartet mal. Morgen. Jo, was geht, Lehrer? Guten Morgen. Ey, Leute. Du weißt, das Ganze läuft hinten links in die Ecke, wo du keinen störst. Leute, das ist uns heute auch passiert. Der arme, arme Junge, Leute. Wir gehen jetzt dahin. Wir gehen einfach zu ihm. Pauberger? Ja, ich setz mich zu Jimmy. Ich setz mich zu Jimmy. Alles gut. Ey Leute, wir sitzen jetzt bei Jimmy, Leute. Ey, ich hab so ein Déjà-vu, Leute. Ich hab so ein Déjà-vu, aber wir werden heute alles verändern, Leute. Ey, mal gucken, was er jetzt sagen wird. Alle mal bitte die Bücher rausholen. Die Bücher rausholen, Leute. Warte, ich guck mal. Ich hab ein Buch, dabei. Ah, Jimmy, alles gut, warte, Jimmy, alles gut. Wir gucken zusammen in dein Buch rein. Wir gucken zusammen eins. Ich hab meins leider vergessen und Jimmy lässt mich in sein Buch reinschauen heute. Aha, ja natürlich, das ist natürlich kein Problem, Paul Berger. Das kann mal passieren, dass du das vergisst. Ja, ey Leute, wir retten gut, heute Jimmy. Ja, gern. Jimmy, du kannst das Buch haben, ja. Aber Jimmy hat uns auch nicht bei ihm reingucken lassen. Hä, was ist denn? Was? Susi ist so gemeint. Ja, Jimmy, hast du Hunger? Ey Leute, ich weiß doch, ich hatte Hunger. Ja. Ja, komm, wir holen uns was zu essen. Oh mein Gott, ja. Lerner, wir machen. Lerner, war eine kurze Pause. Nee, Susi, ja, du warst gemeint zu Jimmy. Komm, Jimmy. Er war auch gemeint zu mir. Komm, Jimmy. Komm, Jimmy. Ey, ich glaube, mein Chauffeur geht gerade nicht dran. Ach, warte, da ist der Schulbus. Leute, da ist der Schulbus. Einsteigen. Komm, wir steigen ein, Jimmy. Komm, ich steige ein. Der Bus wird gleich losfahren. Ich kann nicht. Ich hab kein Geld, Mann. Ey, ich zahl dir ein Ticket. Warte, wer hab ich Geld? Warte, wir gucken jetzt mal, ob ich Geld hab. Ausnahmen gemacht. Ey Leute, ich hab ganz viel Geld dabei. Ey Jimmy, komm, steig ein, Alter. Guck mal, wie viel Geld ich habe. Ey, ich zahl für das Ticket hier, bitteschön. Das kannst du gerne machen. Komm. Ticket gibt's hier. Ey Leute, ich hab so viel Geld, dass hier einfach überall Geld rausfliegt, Leute. Wie nice ist das denn, Leute? Ich sag euch, wie es ist. Guck mal, ich lass einfach Geld rausregnen. Ja, hier vorne der Burgershot, lass es uns hier raus. Aber sicher doch. Ey Jimmy, komm raus, komm. Einmal wieder aussteigen und das ja, Geld? Ja, hier nehmen sie, Alter. Bitteschön. Das schmeckt doch lecker. Ey, ich kaufe jetzt den ganzen Burgerladen. Jimmy, für uns erst ganz viele Burger, Alter. Ey Leute, wir machen was Gutes. Du da, hallo, aber ganz. Guten Tag. Einmal alles bitte. Aber die ganze Speisekarte, hier das Geld. Nimm sie. Die ganze Speisekarte. Jimmy, schnapp dir einen Burger. Cheeseburger. Ja, hier, ich hab schon gekauft. Nimm Burger. Hier. Nimm dir einen. Hast du das Burger geholt, Alter? Oh ja, Jimmy. Guck mal hier. Alter, wie nice war das? Lass das hier schmecken, Jimmy. Ey, Mann, du kannst heute bei mir übernachten, Alter, damit du nicht da schlafen musst, wo du schlafen musst. Ich mag dich richtig gern, Paul. Gerne. Also, hau rein, Leute. Leute, habt ihr das gesehen? Wir haben heute einfach einen Tag als armer Junge verbracht und dann haben wir einfach direkt denselben Tag einfach Déjà-vu-mäßig als reicher Junge verbracht, Leute. Und wir haben unser Reichtum gut eingesetzt, Leute. Denn es ist egal, wie viel Geld man hat. Jeder Mensch ist gleich und jeder verdient einen Burger. Und deswegen lasst ein dickes Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist. Russik Pupsik ist am Start. Checkt die Jungs ab. Ciao.